Ja, danke. Mein Name ist Eduard Schulz. Ich bin Rechtsanwalt im Haus Partie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße und bin mit meinem Kollegen zusammen beauftragt worden. Es kommt nicht an. Ich bin mit meinem Kollegen zusammen beauftragt worden von der Internationalen Liga für Menschenrechte, dem Chaos Computer Club und Digital Courage, eine Strafanzeige zu erstatten wegen dieser NSA-Totalüberwachung. Die Strafanzeige wird übermorgen dem Generalbundesanwalt übermittelt. Und bevor ich auf die Einzelheiten kurz eingehe, vielleicht noch ein Wort zu dem, was ja die Medien offensichtlich vor allem beschäftigt, nämlich das ist die Frage, was wird mit Edward Snowden, kann der hier hin, kann der hier nicht hin. Als Anwalt habe ich jahrzehntelang Asylbewerber und Flüchtlinge vertreten, politisch Verfolgte aus anderen Ländern. Und als Anfang der 90er Jahre das Asylgrundrecht faktisch abgeschafft wurde durch die Notwendigkeit der Einreise über sogenannte sichere Drittstaaten, da wurde uns immer gesagt, aber wieso? Die können doch in den Ländern, wo sie sind, zu der Auslandsvertretung, zur Botschaft, zum Konsulat der Bundesrepublik Deutschland gehen und dort Asyl beantragen. Das ist doch selbstverständlich, das habe ich schriftlich in verschiedenen Verfahren bekommen. Also, es ist lächerlich und falsch, wenn jetzt behauptet wird, in Moskau könne Edward Snowden kein Asyl beantragen. Und die andere Frage ist, die immer wieder hin und her gewälzt wird in den unsäglichen Talkshows, er müsste aber doch dann in die USA ausgeliefert werden. Nein, es gibt Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass eine Auslieferung in die USA, wenn ein faires Verfahren droht oder eine unverhältnismäßige Freiheitsstrafe unzulässig ist. Das ist ganz einfach. Also, wenn man sich an die Gesetze und die Rechtsprechung hier halten würde, gäbe es selbstverständlich Möglichkeiten, Edward Snowden hier Asyl zu gewähren. Eine ganz andere Frage ist, wie er zu schützen ist. Darauf komme ich später noch. Gegen wen richtet sich die Strafanzeige? Erstens gegen US-amerikanische, britische und deutsche Geheimdienstagenten und ihre Vorgesetzten. Zweitens den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, BND. Drittens den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Viertens den Präsidenten des Amtes für den Militärischen Abschirmdienst, MAD. Fünftens den Leiter oder die Leiter der Landesämter für Verfassungsschutz. Sechstens den Bundesminister des Inneren, Herrn Dr. Thomas de Maizière. Und siebtens die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel und die übrigen Mitglieder der Bundesregierung. Und achtens die Amtsvorgänger der Beschuldigten zu 2 bis 7. Weswegen werden sie angezeigt? Sie werden angezeigt wegen der konkret im Strafgesetzbuch festgeschriebenen Straftatbestände. Das ist einmal die verbotene Geheimdiensttätigkeit. Und dann gibt es mehrere Straftatbestände, Verletzungen des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs, die Strafvereitelung sowie des Verstoßes gegen Datenschutzgesetze. Das Ergebnis unserer Strafanzeige ist eindeutig. Es bestehen in ausreichendem Maße Anhaltspunkte dafür, dass ein strafbares Verhalten der Verdächtigen vorliegt. Die Strafanzeige ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht umfassend begründet und umfasst mehr als 50 Seiten. Ein Anfangsverdacht, und nur darum geht es hier, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, ist gegeben und deshalb muss der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren durchführen. Hier ist schon erwähnt worden, dass Grundrechte und Menschenrechte auf schwerwiegende Weise verletzt worden sind. Ich möchte nur noch einmal daran erinnern, dass aufgrund
des Volkszählungsboykotts das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahrzehnten ein damals nicht im Grundgesetz oder in der Verfassung vorgesehenes Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung festgeschrieben hat. Und das ist ständige Rechtsprechung aller Gerichte inzwischen. Und dass dieses schwerwiegend verletzt ist durch die Totalüberwachung, denke ich, liegt auf der Hand. Ebenso der Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der die Freiheit, den Schutz der Familie und der Privatsphäre festschreibt. Und da gibt es eine gute Nachricht, ein Bündnis von Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen in England haben ein Eilverfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Verletzung eben dieses Artikel 8 durch die britischen Geheimdienste eingereicht. Und vorige Woche hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die britische Regierung aufgefordert, einen ganzen Katalog von Fragen zu beantworten. Das heißt, für jeden, der sich dort auskennt, dieses Verfahren, diese Beschwerde ist angenommen worden, im Eilverfahren sogar. Das ist äußerst ungewöhnlich und selten. Das heißt, hier wird sich die britische Regierung verantworten und rechtfertigen müssen. Unsere Strafanzeige im Auftrag der Liga für Menschenrechte wird auch abgestimmt parallel mit entsprechenden Strafanzeigen und Beschwerden, die in Frankreich durch die dortige Liga für Menschenrechte und in Belgien durch die dortige Liga für Menschenrechte schon unterwegs sind. Und falls der Generalbundesanwalt sich weigern sollte, ein Ermittlungsverfahren durchzuführen und auch ein Klagerzwingungsverfahren, also ein Antrag beim zuständigen Oberlandesgericht erfolglos bleiben sollte und eine Beschwerde beim hiesigen Bundesverfassungsgericht, dann wollen die europäischen Menschenrechtsorganisationen gemeinsam auch dieses Verfahren auf die europäische Ebene bringen. Und lassen Sie mich vielleicht noch eins ergänzen. Es geht ja hier nicht nur um ein einzelnes Grundrecht, wie etwa das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das schlimm genug ist, wenn es so grundlegend versetzt wird. Hier geht es bei dieser Totalüberwachung ja darüber, dass die Grundlagen des modernen Staates, einer modernen Gesellschaft, die Grundlage heißt, dass der einzelne Bürger die Möglichkeit hat, sich gegenüber dem Staat abzugrenzen, einen Schutzraum zu schaffen, eben nicht Objekt dieses Staates sein soll, sondern ein Selbstbestimmungsrecht, ein Individuum sein darf. Das ist die Grundlage der Aufklärung, das ist die Grundlage der Französischen Revolution und aller moderner demokratischer Staaten. Und deshalb geht es um sehr viel mehr als nur um, sage ich mal, das kann man natürlich nicht gegeneinander ausspielen, aber es geht um sehr viel mehr als um ein einzelnes Grund, die Verletzung eines einzelnen Grundrechts. Deshalb ist es so wichtig, auch auf juristischer Ebene hier zu kämpfen und zusammen die politischen Maßnahmen, die politischen Aktivitäten auf die juristische Ebene zu heben. Deshalb ist geplant, dass diese drei Organisationen, die ich eben genannt habe, und die persönlich Betroffenen, in deren Namen wir auch die Strafanzeige erstatten, nämlich den Kollegen Rechtsanwalt Dr. Rolf Gössner, der sicher einigen bekannt ist, der 4 Jahrzehnte lang vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, und die Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Konstanze Kurz, und 2 Vorstandsmitglieder von Digital Courage, auch als persönliche Betroffene an dieser Strafanzeige beteiligt sind. Warum sage ich das? Weil wir in der zweiten Runde planen, diese drei Organisationen, die Strafanzeige auszudehnen, dass sich möglichst viele Organisationen und Einzelpersonen der Strafanzeige anschließen und entsprechend weiter der Druck verstärkt wird, auf den Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren durchzuführen. Und das ist letzten Endes eine politische Entscheidung. Das ist klar und das ist auch schon in den Medien diskutiert worden. Bisher hat sich der neue Justizminister in dieser Hinsicht offenbar noch nicht eindeutig festgelegt. So, ich komme zum Schluss noch einmal zu Edward Snowden.
Nach den bisherigen Antworten der Bundesregierung auf parlamentarische Anfragen liegen dieser angeblich keine gesicherten Erkenntnisse über die Massenüberwachung durch NSA und Co. vor. Andererseits heißt es, sie gehe davon aus, dass die NSA sich an das hiesige Recht halte, obwohl dies spätestens seit dem Bekanntwerden des Abhörens des Handys der Bundeskanzlerin unhaltbar geworden ist. Deshalb wird in der Strafanzeige unter anderem von uns verlangt, die Ladung und Vernehmung des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden als sachverständigen Zeugen unter der Voraussetzung, und das ist jetzt wichtig, ist ja schon angesprochen worden, dass ihm nicht nur sicheres Geleit gewährt wird, sondern auch der notwendige Schutz vor Auslieferung und vor Kidnapping durch ein US-Spezialkommando. In diesem Sinne wünsche ich uns bei den weiteren politischen Aktivitäten und auch auf der juristischen Ebene Erfolg. Danke sehr.